nimmt den am Anfang gar nicht so an, aber sie sind recht stark. Aber gut, ich habe es natürlich selbst vermasselt, mein Fehler am Anfang. Was war das jetzt schon wieder? Was denn? Schon wieder. Jedes Mal so. Ich habe das Gefühl, ich fahre nur, um hier zu erkunden, wo das genauso versteckte Pixel sind. Ah, oh, ist das ein Idiot! Das ist doch schon derselbe, der mich abgeschossen hat. Dann kommt der nochmal. Schöner Messertausend finde ich, auch wenn das Handling nicht gerade gut ist, es saugt sich zumindest an den... Boah! Schon wieder, der Kerl ist lebensmüde. Total lebensmüde. Das war jetzt schon mehr als einmal, wo der versucht hat, mich da... Verdammt nochmal! Ich hab's einfach irgendwie mit diesen Dingern hier. Echt jetzt. Schon fast gar nicht mehr ernst nehmen. Jetzt habe ich ihn mal selbst in einen Fehler getrieben. Immer der gleiche Fehler. Dass ich eben außen bleibe. Ich möchte das Rennen nicht durch einen Unfall verlieren. Verdammt. Vergessen wir die Abkürzung. Braucht's nicht. Wird doch eh überbewertet. Es müsste gereicht haben. Ich hoffe es. Ja, 1,18 Sekunden. Gut. Platz 3 in der Sprint-Rangliste. Und die First Avenue Truck Stop Sprint-Strecke Reverse freigeschaltet. Gut. Noch etwa 20 Minuten. Müsste ich in jedem Modus Dritter sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es kommt noch ein Rundkurs. Oh, 6 Runden? Nein, nein, das wird scheiße, das wird schwierig. Ja, überall Dritter. Das wird schwierig hier. 6 Runden. Hey, pass mal auf! Mein neuer Turbo lässt dich alt aussehen. Niemand hat bisher Kurtz neuen Wagen schlagen können. Bist du wohl der Erste? Schauen wir mal. Was fährt der jetzt überhaupt? Das wäre vielleicht noch entscheidend.
los. Durch. Hoffentlich hat es wenigstens nicht so viel Verkehr. Ich habe den Wagen von Kurt jetzt nicht gesehen, ich nehme aber an, dass es ein Mazda X7 ist. Ja, muss ein X7 sein, weil der S2000 ist nicht Kurt. Okay, Verkehr hat es, aber das ist verschwindend gering, vor allem auf einer sehr, sehr kleinen. Aber im sehr verdammt kleinen Abschnitt kommt der Verkehr vor. Es geht also. Verdammt! Dann nehmen wir noch eine weitere Abkürzung, warum nicht? Wenn es denn sein muss. Also es hat viel Verkehr. Aber wirklich nur in wenigen Abschnitten. Da ist wiederum dann kein Verkehr und auch hier nicht. Hier werden wir in Ruhe gelassen. Ich kann den Typ nicht aufholen, der macht jetzt wirklich verdammt. Ah! Mann, ich hasse diesen Abschnitt. Das ist Kurt. Schnell ist er nicht gerade. Es hat wirklich nirgendwo Verkehr gehabt, außer hier. Muss das sein? Ich kannte 7 Sekunden zurück. Meine Fresse. Und ich schaff's wieder nicht. Dadurch, also. Diese engen Teile liegen mir nicht so. Absolut nicht. Konnte ich früher locker befahren, aber inzwischen geht das nicht mehr. Ich fahre ja auch genau hinein. Ernsthaft. Ich hab's gewusst, dass diese Kurve schon mal nicht gut klappt. Wieder ein Fehler hier in Chinatown, schon wieder ein weiterer Fehler hier. Mir liegt der Abschnitt einfach überhaupt nicht. Ja, so viel Unglück kann man doch gar nicht haben, Mensch. So finde ich echt doof.
vor allem im Flug, da kann man sowieso nicht mehr ausweichen. Wenn dann mal ein Wagen kommt, dann hat man eigentlich schon sein Todesurteil unterschrieben. Das hat gepasst, ich habe in diesem Fehler... Ich habe hier sowieso schon so viele Fehler gemacht. Das hat einfach passieren müssen. Ich gebe nicht auf. Ich nicht. Wo ich es vielleicht sollte. Meine Güte, habe ich Pech. Habe ich einfach Pech auf dieser Strecke. Da sind sie. Aber mehr als sich Kontakt konnte ich in den letzten Runden eh nicht haben, also. Ja. Das kann ja nicht wahr sein. Das, so langsam geht mir das wirklich auf die Nerven hier. Wie viel mal muss das noch passieren, dass ich hier irgendwo verdammt nochmal reindonnere. In nichts, in verdammt nochmal nichts. So, wenn das jetzt keine gute Runde wird, kann ich es vergessen. Ah, Mann, das kann ja... Toll! Wieder mal alles Unglück auf der Welt hat sich... Alles Unglück in dem Spiel, das möglich ist, hat sich auf mich konzentriert. Jan kommt da einfach immer gut durch. Wir haben nie Probleme. Nur ich. Nur jeweils immer... ich. Ja, okay, nochmal.